Eine unbewaffnete Armee ist plötzlich an der ungarischen Grenze aufgetaucht. Wie soll man damit umgehen? Was war das? Positiv, negativ? Aber es war ziemlich klar, ihre Absicht war nicht, dass sie bleiben würden in Ungarn. Sie wollten weiter nach Österreich oder Deutschland gehen. Also was wäre nun die richtige Regierung seitens der ungarischen Gesellschaft? Aber es gab hier ein Resultat, das aus den Diskussionen herausgekommen ist. Wir sind Teil von Schengen. Schengen bedeutet, wir haben eine Außengrenze und all jene, die innerhalb des Schengen-Raumes sind, haben eine Verpflichtung, die Sicherheit und die Verteidigung der Grenzen zu garantieren. Insofern ist es nicht nur eine Verpflichtung der ungarischen Armee, Ungarn zu verteidigen, sondern gleichzeitig auch Europa zu verteidigen. So haben wir beschlossen, auch wenn die Migranten gerne nach Deutschland gehen würden, haben wir sie dort gestoppt an der Grenze bei uns und gesagt, sorry Leute, ihr könnt nicht nach Ungarn kommen, weil es hier eine Schengen-Grenze gibt. Und ja, das zweite Thema ist nun bezüglich der Werte. Nun, ich habe viele, viele nette Männer und Frauen getroffen, die involviert waren in unterschiedliche Programme, wo man den Armen hilft und manchmal Migranten und all jenen Menschen, die irgendwie aus den Heimatländern flüchten mussten. Also karitative Aktivitäten. Und ich habe sie um ihre Meinung gefragt. Wie sehen Sie die Situation? Und die haben gesagt, das hat nichts zu tun mit karitativen Aktivitäten. Diese Leute, die sind gesund. Die sind in ausgezeichneter körperlicher Verfassung. Es gibt nur ganz wenige Frauen ohnehin, das hauptsächlich Männer, die wirken wie eine Armee und die werden nicht aus ihrem Herkunftsland einfach flüchten, sondern sie suchen nach einem besseren Leben. Das heißt für sich selber und dann auch für ihre Familien, weil sie später ihre Familie nachbringen. Und die Zivilgesellschaft in Ungarn hat gesagt, Regierung, bitte Achtung, aufpassen damit, das ist kein klassisches Problem von Menschen, die in einer schwierigen Situation sind. Das ist etwas anderes, das ist eine Invasion. Also bitte richtig antworten und reagieren. Also das war nicht die Meinung der politischen Entscheidungsträger, sondern natürlich sehen wir von der Basis, wie sich das abbildet. Das ist, das ist kein Migrationsthema. Es geht hier nicht um Flüchtlinge, es geht nicht um Migration, es ist eine Invasion. Und wir haben gesagt, wenn es eine Invasion ist, dann können wir nicht unser Land aufgeben. Also müssen wir sie stoppen.